Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 198. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich fange diese Woche mal hinten an. Ich bewege mich rückwärts durch die Zeit, weil es einfach so wahnsinnig viel zu erzählen gab. Ich bin gerade wieder fresh zu Hause von einem Gastauftritt bei den Cinematic Smash Brothers. Herzliche Einladung und dringende Empfehlung, da mal reinzuhören. Das ist ein disputiver Podcast. Also es geht irgendwie darum, dass man diskutiert, und zwar über Filme, gar nicht mal so unbedingt. Man tritt gegeneinander an mit Argumenten, und es geht gar nicht mal so sehr um die Filme, über die man spricht, sondern darum, wer die besseren Argumente hat. Also sprich, wenn man seinen Standpunkt gut vertritt, dann kann es sein, dass man auch gewinnt, obwohl der objektiv falsch ist. Das ist so die Lektion, die ich daraus ziehe, und in 2 Wochen am 27. erscheint der Podcast, in dem ich Teil war, und um einen kleinen Spoiler zu geben, gibt es hier schon mal 1:30. Wir haben gesagt, welcher Film zeigt das beste Ferienerlebnis. Ich hatte für Sand Sharks plädiert, und einer der Kontrahenten hatte gesagt, es ist stattdessen sei es My Girl, und hier sind 1:30, wie wir uns darüber austauschen, warum der Film doch nicht so gut ist, wie er dachte. Richtig. Und wie realistisch ist das? Also wie häufig kommt das vor, dass Kinder auf Bahngleisen spielen und auf der Flucht vor einem Bienenschwarm ins Wasser springen müssen und dann stirbt einer? Also dann lieber vom Hai gefressen werden, mal ganz im Ernst. Und das passiert auch häufig. Die Chance dafür ist klein, aber sie ist da. Ist häufig und klein. Ist die Chance größer von einem Bienenschwarm? Der ist halt gegen alles allergisch, Thomas J. Ist ein bisschen tragisch. Das muss ja auch. Die Chance für einen Haiangriff mag so klein sein wie eine Biene aus dem Schwarm, ich gebe es zu. Aber das macht den Film ja nicht realistischer dadurch, dass es Bienen gibt. Es gibt auch Haie. Und die greifen Leute an. Und Bienen machen das normalerweise nicht. Denn Wespen sind ja eigentlich die Arschlöcher, die fliegen. Bienen wollen ja einfach nur ihr Ding machen. So, aber warum jetzt die ausgerechnet den Allergiker angreifen, das habe ich auch nicht verstanden. Ja, der hat ja den Bienenstock geschlagen. Ach, das? Also, der war ja auch ein bisschen selber schuld, der Thomas J. Deswegen, der ist halt gegen alles allergisch, und kann er da halt. Warum schlägt der Idiot dann Bienen? Der ist 10 Jahre alt. Ja, deswegen, also was man halt so in den Ferien macht. Ich weiß ja nicht, was du mit 10 für Blödsinn gemacht hast, aber sowas könnte ich mir für mich selber auch vorstellen, dass ich so einen Blödsinn in den Ferien mache, dass ich da auf den Bienen. Aber ich bin nicht gegen Bienen allergisch, das ist mein Vorteil. Ja. Ich kriege einfach nur Bienenstiche. Das ist der Nervenkitzel nicht so hoch. Ne? Genau, also deswegen, das sind so Sachen, die macht man doch in den Ferien. Am Abend zuvor gestern Abend sind wir noch relativ spontan im Husumer Pub gewesen, weil meine Frau, und das ist jetzt der Nachteil am ganzen Thema, ich bewege mich rückwärts durch die Zeit, meine Frau hat die Examen bestanden, und sie hat die Wunschgemeinde bekommen, das heißt, wir werden in Husum wohnen bleiben dürfen, und sie arbeitet also künftig dann weiterhin in Husum, nur in einer anderen Gemeinde. Da müssen wir hin umziehen, das hatte ich ja schon erzählt. Das war alles sehr, sehr cool, und da haben wir gestern nochmal mit Freunden und Kollegen von ihr im Husumer Pub drauf angestoßen. Ich wollte eigentlich gar nicht los, weil ich ja vorher noch den Podcast-Workshop gehalten habe und einfach völlig durch war, und hatte dann schon Christoph vom ESC-Schnack zu seiner Einweihungsparty abgesagt und hatte mich schon gedanklich auf einen ruhigen Abend auf der Couch eingestellt, und dann kam die Idee auf, dass man das ja noch im Pub irgendwie begießen könnte, und du kommst doch auch. Und wer wäre ich, wenn ich dann nicht dabei wäre? Das ist ja auch völlig klar. Hab so gedacht, ja gut, da gehst du hin, trinkst 2-3 Bierchen, und dann kannst du dich ja gemütlich verabschieden und kannst sagen, ja, feiert noch schön, ich gehe schon mal schlafen, ich bin durch. Stellte sich raus, dass aus den 2 Bierchen durch Zufall irgendwie 5 oder 6 geworden waren. Es war nämlich ein richtig, richtig netter Abend. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß, haben viel gelacht und uns gut unterhalten. Und dann war es irgendwie doch schon sehr spät, als wir da rausgegangen sind. Ich dachte auch, dass ich um 2 im Bett war, stellt sich raus. Also mein Zeitgefühl ist einfach nur durcheinander. Ich habe keine Aussetzer gehabt oder sowas. Wir waren nämlich abends noch beim Döner und haben uns
habe ich mir einen Dürüm geholt und habe da bei Twitter ein Foto von gepostet, von dem noch verpackten Dürüm, und habe noch einen Reim aus dem R-König angepasst an diese Situation. Habe ich bei Twitter rausgehauen. Das hat auch einigen Erfolg gehabt, dieser Tweet. Das fanden wohl einige lustig. Und noch lustiger war aber das abschließende Fazit von Sascha, das dann heute Morgen dazu kam, auch per Twitter. Das kommt alles mit in die Shownotes, so verlinkt, dass man es, glaube ich, ganz gut sehen kann. Und da sich vielleicht nochmal, dass ihr da euch nochmal drüber amüsieren könnt. Podcast-Workshop. Der war sehr großartig, muss ich sagen. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich sowas vorzubereiten habe. Ich weiß gar nicht, ob hier oder bei Twitter, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Beim offenen Kanal Westküste in Heide habe ich ein Seminar gehalten, Podcasting leicht gemacht. Und das sollte ein Anfängerkurs werden. Das war der Plan. Das war es auch von der Anlage her. Aber ich habe dann beim Vorbereiten der PowerPoint-Präsentation habe ich erstmal gemerkt, wie viele Theorien man eigentlich braucht für einen Podcast, was man alles erklären muss vorher. So dieses ganze Thema Ideenfindung, was ist eigentlich ein Feed, was ist eigentlich ein Podcast, was sind Shownotes, was sind Metadaten, wie kommen die zusammen, wer macht was, wie geht das eigentlich alles, Titelbild, wie wichtig sind Kapitelmarken, bla bla bla, alles zum Teil auch wirklich nur sehr kurz angerissen. Aber es war zumindest die Erwähnung jeweils wert. Haben also so anderthalb Stunden erstmal Theorie gemacht bis mittags, dann eine kurze Pause und dann sind wir in die Praxis gegangen, haben also Sachen aufgenommen, die auch geschnitten, Intros dran gemacht. Dann wollte ich eigentlich, dass die sich einen Account bei Auphonic anlegen, dass wir, ich wollte eigentlich gerne ein WordPress vorbereiten mit ganz vielen kleinen Multisites drin, also so Subblocks, die zu Demo-Zwecken da gewesen wären. Ich habe es aber irgendwie nicht hinbekommen. Habe mich ein bisschen doof angestellt dabei. Und so, das hat mich ein bisschen rausgebracht, auch die Tatsache, dass ich dann irgendwie beim Audioschnitt erklären auf einmal irgendeine falsche Taste gedrückt habe und wir kein Bild mehr auf dem Beamer hatten und es auch nicht wieder hinbekamen, haben wir also dann schnell das Notebook gewechselt, haben eins von den OK-Geräten benutzt und da meine Präsentation draufgezogen. Da fehlte dann noch ein Hörbeispiel und das war alles irgendwie, ja Gott. Und dann war es halt irgendwie so, sagen wir mal, keine Ahnung, Viertel nach zwei, und ich merkte, langsam fangen meine Teilnehmer so ein bisschen an zu schielen, vor allem die, die noch gar nichts damit zu tun hatten mit dieser ganzen Materie Audio. Und ich bin dann durch den veröffentlichten Teil, den eigentlich wichtigen, ziemlich durchgaloppiert, habe das nur sehr exemplarisch erklärt. Und das hat mir im Nachhinein ein bisschen leid getan, weil es war dann von mir einfach sehr, sehr chaotisch. Da war ich, mit dem Teil war ich sehr unzufrieden. Weil es auch nicht so sehr in die Tiefe gegangen ist, wie ich das gerne gehabt hätte. Und ich weiß auch, dass ich da an meinen Folien nochmal arbeiten muss. Ich möchte den Kurs auf jeden Fall nochmal geben. Er wird dann allerdings, das muss ich dann mal gucken, ob man das auf zwei Tage aufteilt. Das ist eben dann doch eine ganze Menge an Informationen, oder vielleicht setze ich auch einfach was voraus. Das wäre ja auch eine Option, dass man sagt, okay, ihr könnt an dem Kurs teilnehmen, wenn ihr schon mal den Kurs Audioschnitt vom OK gemacht habt, zum Beispiel. Das müssten wir dann nochmal sehen, was es da vielleicht für Möglichkeiten gibt, dass ich halt nicht so ganz bei Null anfange und Leuten erstmal erklären muss, das ist ein Aufnahmegerät, so kriegt man die Datei darunter und ins Schnittprogramm geladen und guck mal, nee, hier musst du klicken, damit du schneiden kannst. Das hat uns, ich will nicht sagen aufgehalten, das ganz und gar nicht. Das ist ja, das kann man auch nicht verlangen von jemandem, der zum ersten Mal vor einer Audiobearbeitungssoftware sitzt, dass der das sofort intuitiv versteht. Dafür sind die einfach zu komplex, die Dinger. Das wäre so das, was ich daraus nehme, was ich fürs nächste Mal verbessern möchte. Und wie gesagt, danach war ich ziemlich durch. Wir waren um 15.30 Uhr ungefähr fertig mit allem. Ich hatte eigentlich eingeplant, dass wir um 18 Uhr Schluss machen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass ich auch einfach wahnsinnig viel Input in die Köpfe reingedrückt habe und noch mehr wäre wahrscheinlich nicht mehr produktiv gewesen. Naja, so lernt man dazu.
da muss ich einfach fürs nächste Mal so ein bisschen gucken. Vor dem Workshop, vor dem Podcast-Workshop waren wir in Hamburg beim Examen meiner Frau, ich erwähnte es. Die letzten mündlichen Prüfungen standen noch an. Ich hatte mir dazu den Nachmittag freigenommen und bin runtergefahren nach Hamburg. Habe den Hund vorher zu einem Hundesitter, zu einem Freund von uns gebracht, der sie liebend gerne bei sich aufgenommen hat für 2 Tage. Ich habe die Dienstagabend hingebracht und meine Frau hat sie Donnerstagmittag irgendwann wieder abgeholt. Und dann habe ich also darauf gewartet, dass die letzten Prüfungen durch waren. Wir haben, das war einfach ein schöner Moment, so dieser, wo dann irgendjemand von den Prüfern sagte, sie haben alle bestanden. Und da fiel, also die, ich glaube, die wussten das schon alle. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass da von einigen noch so ein bisschen eine Last abgefallen ist. Und dann haben wir, waren wir abends dann noch alle Mann verabredet in einer Kneipe, wo sie übrig gebliebenes Geld aus ihrer Kurskasse, also ich sag mal im Prinzip Klassenkasse, auf den Kopf hauen wollten. Und vorher sind wir nochmal ins Hotel gefahren. Denn einer aus dem Kurs hatte so viele Bonuspunkte auf seiner Hotelkarte, dass es gereicht hat für 9 Doppelzimmer, wo der ganze Kurs zum Teil mit Partnern untergebracht war, im Holiday Inn Express in der Nähe vom Hauptbahnhof. Das war verflucht cool. Ganz tolles Zimmer, muss ich einfach sagen. Richtig gutes Bett, einen tollen Fernseher hatten sie drin. Es war super leise, die Fenster waren echt richtig gut schallisoliert. Steckdosen ausreichend, endlich mal ausreichend viele Steckdosen in so einem Zimmer. Auf dem Nachttisch irgendwie 2 freie Steckdosen zu haben, ist natürlich Gold. Die hatten dann auch jeweils eine USB-Buchse, also da hätte man auch gleich ohne Stecker rangehen können. Ist ja immer, wird ja immer gesagt, man soll das nicht machen, aus Sicherheitsgründen, nicht einfach seinen USB-Stecker in eine Steckdose stecken, von der man nicht weiß, was dahinter dran hängt. Habe ich dann konsequent auch nicht gemacht. Aber ich habe versucht, irgendwie mein Handy mit dem Fernseher zu verbinden, weil das auf so einem Zettel stand, der auf dem Bett lag, dass der Smart TV sowas könnte. Es gab aber keine Möglichkeit dazu, denn da hätten wir noch ein bisschen Netflix gucken können. Wir waren gerade irgendwie so in der Stimmung, auch mal so 20 Minuten Brooklyn Nine-Nine gucken oder so, das wäre ganz cool gewesen. In dem Zimmer war auch eine Couch, die man noch hätte ausziehen können als Schlafcouch. Ich glaube, das haben einige von den Kolleginnen und Kollegen auch gemacht, wenn die jetzt also nicht mit als Paar da waren. Und es gab natürlich auch ein Badezimmer, das war sensationell. Also die Dusche war wirklich klasse in dem Zimmer. Das war toll. Also die war richtig schön geräumig. Das hat man ja häufig, ne, dass man irgendwie in so einer Dusche steht und dann ist das irgendwie viel zu eng da drin. Oder alles ist irgendwie blöd angeordnet. Da gar nicht. Das fand ich richtig gut. Das mochte ich. Ja, und dann sind wir irgendwann, haben wir geguckt, ob ein Car2Go in der Nähe ist. Und sind dann 4 Minuten gegangen, haben uns da in so ein Meet Smart gesetzt und sind also zu dieser Kneipe gefahren. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ist auch wurscht. Und hatten da einen richtig schönen Abend. Wir hatten ein Budget von 400 Euro, das wir dann auch konsequent auf den Kopf gehauen haben. Das hat erstaunlich lange gehalten. Also wir waren schon in Auflösung begriffen. Die ersten waren schon gegangen, als dann irgendwann die Bedienung kam und sagte, so ab jetzt ist der Punkt erreicht, wo ihr... Also der sagte, sie habt ihr noch 16 Euro übrig. So. Und dann haben noch irgendwie 4 Leute Getränke bestellt und dann wussten wir, aha, alles klar, ab jetzt geht's auf die eigene Kappe. Da war aber dann schon nicht mehr allzu viel Energie da. Wir hatten dann, es gab wohl einige, die gerne noch weitergezogen wären, aber das hat dann nicht mehr verfangen. Da sind, glaube ich, die meisten ins Hotel gefahren. Wir haben dann gleich auch ein Taxi bestellt. Zu 5 haben wir uns das geteilt. Zurück ins Hotel, das war auch mit MyTaxi. Das ist ja, das muss man ja wirklich sagen, ich bin ja wirklich ein großer Freund der Kleinstadt. Ich mag das ja gerne, auch so ein bisschen in der Provinz zu sein, solange ich meinen Bahnanschluss habe und hier alles in Ordnung ist, bin ich ja echt froh. Ich möchte auch nicht in der Metropole wohnen. In Hamburg, du kriegst nirgendwo einen Parkplatz, die Wohnungen sind viel kleiner als das, was wir hier an Haus haben und sind auch noch dann doppelt so teuer. Das ist doch Quatsch. Warum sollte ich da wohnen wollen? Aber es hat natürlich alles so seine Vorteile. An jeder Ecke steht ein Car2Go rum. Du kannst mit MyTaxi mit 2 Maus und 2 Klicken auf dem Handy ein Taxi kommen lassen. Das ist in wenigen Minuten da. Das hat schon irgendwie Charme, wollen wir ehrlich sein. Naja. Achso, wir hatten, bevor wir in die Kneipe gegangen sind, haben meine Frau und ich noch was gegessen und zwar irgendwie bei
ach, irgend so ein Kumbierladen, keine Ahnung. Also das sind halt einfach super geil, so diese Ofenkartoffel letztlich, die dann so ein bisschen aufgeschnitten und zerteilt wird und da kommt dann irgend auch noch ein bisschen Topping rein, so eine Soße und Käse und dies und das und jenes und es war richtig lecker, es war vor allen Dingen wahnsinnig schnell. Wir hatten kaum bestellt, paff, stand das Ding, stand diese Kumpier auf dem Tresen. Das war richtig gut und war ein schöner Start in den Abend. Ja, und dann nach der Party sind wir also, wie gesagt, ins Hotel, waren dann, was weiß ich, sagen wir gegen 1 oder 2 waren wir im Bett und die anderen hatten sich schon irgendwie für den nächsten Tag zum Frühstück verabredet. Ich habe gesagt, ich guck mal, wann ich komme, weil ich bin ja meistens relativ früh wach und so war es auch wieder, so gegen 7:30 bin ich wach geworden. Und Frühstück war, ich bin ja immer, wenn es um Hotels geht, ich vergleiche ja gerne Hotels anhand ihres Frühstücks, ne? Weil Ausstattung ist das eine, aber das, worauf es wirklich ankommt, das ist ja das, was einem da morgens geboten wird im Frühstücksraum. Das war ein bisschen mau, ist halt, vielleicht liegt es daran, dass es das Holiday Inn Express ist, dass da so ein bisschen dass das Frühstücksangebot ein bisschen kleiner ist, also die Sparvariante, keine Ahnung, also es gab Brötchen und Wurst und Käse und irgendwie diverse Fruchtjoghurts und Obstsalat und Müsli, wie so viel du wolltest und noch irgendwie süßes Gebäck und Toast und bla. Also das war schon alles ausreichend. Ich bin natürlich ein großer Freund von Rührei morgens, gerade im Hotel, finde ich super. Aber das war auch okay, dass es das nicht gab. Ja, und dann habe ich mich schon mal verabschiedet, bin in den Zug gestiegen und dann nachmittags noch ins Büro gefahren. Und habe meiner Frau das Auto dagelassen, damit sie dann den Hund abholen und selber nach Husum fahren kann. Und witzigerweise, wir waren fast gleichzeitig zu Hause. Hey, das hat also schon mal ganz gut funktioniert. Am Wochenende vor der Prüfung, das vergangene Wochenende, waren wir auf Föhr. Aufmerksame Twitter-Follower werden es gemerkt haben. Ich habe ein paar Tweets mit dem Hashtag Föhr den Wagen vor gepostet, weil ich nämlich gesagt habe, wenn wir schon mal übers Wochenende wegfahren, möchte ich das nicht mehr so doll machen, dass ich zur gleichen Zeit Bilder aus dem Urlaub vertwittere mit dem Hinweis, also am besten noch reinschreiben, so hey, wir sind auf Föhr das Wochenende, yay, damit dann irgendwie hier und hier steht das Haus leer, ne? Das ist irgendwie keine coole Idee. Deswegen hatte ich auch die letzte Folge von Jörn Schaas feinem Podcast ein paar Tage vorher produziert, nämlich schon am Donnerstag. Das kann euch aufgefallen sein, wenn ihr super duper aufmerksam wart, weil ich nämlich ja noch von Herrn Putsch de Mon gesprochen habe, der im Knast sitzt und zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung war der Kollege schon draußen. Aber ich glaube, das ist nicht so wahnsinnig relevant. Der sachliche Hintergrund, der blieb ja bestehen. Ja, für super. War eine schöne Aktion. Meine Frau hatte einen der Föhrer Pastoren kennengelernt bei einem Predigtslam, bei dem sie wieder teilgenommen hat. Und der hat gesagt, Mensch, wir fahren in der Woche nach Ostern immer in Urlaub und da brauche ich noch eine Vertretung für den Sonntagsgottesdienst. Könntest du das nicht machen? Und das alte Hand-gegen-Koje-Prinzip hat da funktioniert. Also wir mussten nichts für die Unterkunft bezahlen, hatten da so ein Gästezimmer im Pastorat, in Spuckweite zur Kirche mehr oder weniger. Und konnten da walten und schalten, wie wir wollten. Da war eine kleine Küchenzeile drin, ein Bad, zwei Betten. Ansonsten war der Raum relativ karg, weil der halt natürlich sonst als Gemeinderaum genutzt wird für irgendwelche Gruppen, die da sich aufhielten. Fand ich insofern ganz, ganz clever gelöst, weil sie halt das sind halt so Schrankbetten. Da stehen zwei Betten im Raum, die fallen aber nicht weiter auf, wenn nicht gerade Gäste da sind. Das fand ich richtig clever gemacht, muss ich sagen. Die Überfahrt hatten wir gebucht online. Es gibt ja nur diese eine Fährgesellschaft, die Insel Föhr anfährt, die Wieker Dampfschiffsreederei. Und da haben wir uns auch relativ schnell dagegen entschieden, mit dem Auto rüber zu fahren, weil das 105 Euro kosten sollte für unseren Passat hin und zurück. Und dann sind wir in Dagebüll auf einen Parkplatz gefahren, der auch kostenpflichtig war. 7,50 Euro für 24 Stunden. Nicht 4 Stunden, sondern 24. Insgesamt haben wir irgendwie jetzt 23 Euro Keks an Parkgebühren bezahlt. Also kommt man schon irgendwie so klar, dass man sagen kann, okay, ab 2 Wochen ist die Parkgebühr teurer als der Preis fürs Auto. Das heißt also, muss schon 2 Wochen auf der Insel sein, damit es sich wirtschaftlich lohnt, das Auto mit rüberzunehmen. So haben wir Fußgänger jetzt hin und zurück beide zusammen 28 Euro bezahlt. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, man kann sich da, wenn man sich so ein Kundenkonto bei der
bei dem Online-Portal anlegt, wo man die Karten kaufen kann, dann kann man sich damit auch in der zugehörigen App anmelden und dann kriegt man die Fahrkarten aufs Handy und kann die dann am Fähranleger einscannen lassen. Das hat super funktioniert, war überhaupt kein Problem. So insgesamt auch die Überfahrt hat 50 Minuten gedauert, war vergleichsweise unspektakulär. Und dann sind wir am Hafen von der Gemeindesekretärin abgeholt worden. Die hat uns dann nach Niblum gefahren, in das Dorf, wo der Friesendom steht. Und wo meine Frau dann also dann den Gottesdienst halten sollte. Und hat uns da schon mal so ein bisschen alles gezeigt, was wir wissen mussten. Wir haben dann nur einen Korb ausgepackt und sind erstmal schön spazieren gegangen, haben uns da alles angeguckt. Das ist echt sehr, sehr malerisch. Niblum ist ein schönes Dorf mit vielen Reetdachhäusern, da kann man sehr gut hingehen. Es ist so ein bisschen schicki von den Läden und Restaurants her. Also das ist dann schon, man kriegt ja so ein bisschen immer mit, dass jetzt Föhr langsam das neue Sylt wird. Und das scheint auch so zu sein. Also das Publikum scheint das auch so einzufordern, dass die Läden da so ein bisschen exquisiter werden. Wir haben auch irgendwie gehört, dass so ein Haus durchaus da mal für 1,2 Millionen weggeht. Okay. Kann sich natürlich wieder kein Insulaner leisten, dann da ein Haus zu kaufen. Ne? Das wird also dann Ausmaße annehmen wie auf Sylt. Mit dem Unterschied, dass die Verbindung nach Föhr ein bisschen zuverlässiger ist als die mit der Bahn nach Sylt. Also man kann wirklich von morgens um 5 bis abends um 22 Uhr mit der Fähre fahren. Das ist ziemlich cool eigentlich. Ja, so viel zum Thema Buchung und Überfahrt. Die Anreise nach Dagebüll, ja mein Gott, was ist. Man fährt halt durch die nordfriesische Provinz, durch Feld und Wald und Flur und das dauert von uns aus ungefähr auch eine Dreiviertelstunde. Also wir waren relativ pünktlich zur Abfahrt dann da. Unterkunft hatte ich schon gesagt. Ja, und dann sind wir gleich abends, haben wir gesagt, ja, wir können irgendwie was essen gehen und haben da so ein bisschen gesucht und das war alles irgendwie, traf nicht so ganz unseren Geschmack oder es war auch teilweise noch zu und dann sind wir irgendwie in den Inselsnack geraten. Das ist so ein Imbiss, wo es Gyros gibt und Pizza und Burger und Salat und so ein Kram und das war richtig cool. Also die machen eine sehr, sehr gute Pizza, einen okayen Gyros-Teller und sind einfach sehr, sehr gut gelaunt. Das sind wirklich nette Typen, die diesen Imbiss da betreiben und das hat richtig Spaß gemacht. Nächsten Tag hatte ich mir vom Kaufmann gegenüber eine Räucherforelle geholt. Die war wirklich fantastisch. Die haben wir vor dem Pastorat in der Sonne auf so einer Bank gegessen. Also ich, meine Frau hatte was anderes. Weiß gar nicht, was die gegessen hat. Brötchen? Ich weiß es nicht. Das ist ja so vegetarisch. Und ich war so begeistert von meiner Forelle, dass ich da überhaupt gar nicht drauf geachtet habe. Und dann sind wir noch schön zum Strand gelaufen in einen Tag. Ich weiß gar nicht, ich habe das mir jetzt nicht so notiert, dass ich jetzt irgendwie sagen könnte, an dem Tag haben wir das gemacht, an dem Tag jedes. Aber mal zum Strand rüber und da mal ein bisschen Zeit verbracht und sind dann irgendwann, als uns langweilig wurde und wir Hunger bekamen, wieder zurückgelaufen, haben dann nochmal was vom Inselsnack geholt, diesmal dann nur Pizza, weil die Pizza besser schmeckte als der Döner-Teller. Genau, der Gyros-Teller. Und wir haben uns dann vor allen Dingen aus diätischen Gründen eine Champignon-Pizza geteilt. Das hat auch völlig ausgereicht. Die war super lecker und auch reichhaltig genug, dass man da zu zweit satt werden konnte. Die Landschaft auf Föhr hat mich ziemlich, ich möchte fast sagen, irritiert, weil ich nämlich gar kein Gefühl dafür hatte, auf einer Insel zu sein. Föhr ist relativ groß. Wir sind 10 Kilometer von Wiek zum Hauptort nach Niblum gefahren und dann fährst halt nicht am Wasser lang, sondern fährst halt irgendwie durch so ins Inselinnere hinein und da verlierst du halt einfach das Wasser schnell aus dem Auge und dann ist so dieses Inselgefühl irgendwie weg. Das habe ich bisher noch auf keiner Insel gehabt, dass ich das Meer nicht sehen konnte, also Helgoland, das ist halt einfach gefühlt nicht annähernd so groß. Und auf Hallighoge damals war das ja ähnlich. Und so war das einfach, das sah aus wie das restliche Nordfriesland. Flach, Wiesen, paar Büsche, das war alles okay. Was wir gesehen haben übrigens bei einem Spaziergang waren Bisamratten, die da in Wassergräben und auch in so einem kleinen Feuerlöschteich am Ortsrand von Niblum wohnen. Das sind ja keine Ratten, sondern das sind die größten Vertreter der Wühlmäuse.
Die wohnen da und sind aber, kümmern sich ansonsten nicht viel um Menschen. Also wenn die dich bemerken, dann verstecken sie sich halt entweder durch Untertauchen oder dadurch, dass sie in irgendeinen Gang reinkriechen, den sie sich gegraben haben. Aber ich habe 3 Bisamratten unabhängig voneinander gesehen. Das fand ich, das war insofern ganz schön beeindruckend, weil ich die noch nie gesehen hatte, die Viecher, schon gar nicht lebend. Ja, dann sollte sie ja arbeiten da im Friesendom. Das ist eine ziemlich große Kirche, ein sehr beeindruckender Kirchraum, wo meine Frau auch sagte, so, da muss sie erstmal sich drauf einstellen, erstmal was so das Sprechen angeht, ne, dass also der sagst irgendwas und dann dauert es einfach seine Zeit, bis das verklungen ist, das musst du ein bisschen anders sprechen. Vor allen Dingen musste sich aber auch ihr Timing musste sie sich anders einteilen, weil vom Lesepult oder auch von dem Platz in der ersten Reihe, wo sie immer sitzt, bis hinten zum Altar ist man 20 Sekunden unterwegs. Das muss man sich anders einteilen als in vielen anderen Gemeinden. Das fand ich ganz spannend. Auf dem Friedhof drumherum stehen noch diese sprechenden Grabsteine. Das ist so eine Geschichte so aus der Zeit, so als die Walfänger noch rausgefahren sind. Von Föhr aus, die Kapitäne, die wohlhabenden Familien, die konnten sich das leisten, einen sprechenden Grabstein zu haben, also ein Grabstein, überhaupt ein Grabstein war so ein Thema, das muss wohl ziemlich teuer gewesen sein damals. Und da wurde dann eben nicht wie heute was in den Stein gehauen an Schrift, sondern es wurde halt der Stein um die Buchstaben herum weggehauen, dass also die Buchstaben erhaben sind. Und dann erzählte der Grabstein eben die Lebensgeschichte des jeweiligen Menschen, der da begraben ist. Und da haben wir sehr stark denken müssen an eine TKKG-Folge, die wir gekauft haben vor 2 Jahren, glaube ich, um sie beim Einschlafen hören zu können, nämlich die Folge 194, der Friedhof der Namenlosen. Da reisen TKKG mit einer Fähre auf eine Nordseeinsel, um dort bei der Reinigung und Restaurierung von sprechenden Grabsteinen zu helfen. Und sie wohnen da bei der Pastorin, die sie auch abholt mit ihrem Auto und lösen dann irgendeinen schwindeligen Kriminalfall, der wieder das übliche TKKG-Zeug halt. Aber das Witzige ist, nicht nur diese, die Art der Unterbringung, die sprechenden Grabsteine tauchen da auf. Witzigerweise auch eine Konfirmandin, die genauso heißt wie meine Frau mit Vornamen, nämlich Gesche. Und das sind alles so eine Geschichten, wo wir gesagt haben, das muss es sein, denn also vor 2 Jahren müsste dann, oder sagen wir mal vor 3 Jahren vielleicht, könnte die Autorin vielleicht nach Föhr gefahren sein und wurde von dieser Geschichte der sprechenden Grabsteine inspiriert. Mutmaßlich gibt es die nicht nur dort in Niblum oder nur auf Föhr, sondern überall an der Nordseeküste. Aber das könnte ja sein. Ja, ist zumindest die einzige Nordseeinsel. Nicht die einzige, aber man kann Föhr nur mit der Fähre erreichen, das ist schon mal Punkt 1. Föhr ist nicht autofrei, Punkt 2. Und dann diese Geschichte mit den sprechenden Grabsteinen, wie gesagt, das könnte überall sein. Aber das war so der Gedanke, den wir da kurzfristig hatten. Ja, wie gesagt, meine Tweets zum Thema verlinke ich euch auch in den Shownotes. Das wird eine ziemlich Twitter-lastige Shownote-Angelegenheit da, aber ich glaube, das stört euch mutmaßlich nicht. Hoffe ich zumindest. Und wenn doch, ist das euer Problem. Das ist das Gute daran. Und dann sind wir am Montagvormittag dann abgereist. Um 11:20 fuhr die Fähre. Wir hatten ein bisschen anderes Schiff, ein bisschen älter. Und das muss irgendwie für unseren Hund irgendwie komisch gewesen sein. Die war da nicht so begeistert von. Die wollte dann partout nicht die Treppe hochgehen. Aber gut, sie hat ja keine Wahl. Also ist sie dann irgendwie, haben wir sie in den Lift buxiert, etwas, das sie noch weniger mag als Treppensteigen. Ich weiß nicht, vielleicht war es ihr zu steil auf den Treppen oder es hat irgendwie komisch gerochen oder vielleicht hat es irgendwie auch sich komisch angehört. Sie war irgendwie misstrauisch, ist ja aber auch egal. Denn als wir dann das Salondeck erreicht haben, da hat sie sich relativ schnell entspannt und hingelegt und dann war wieder alles okay. Dann noch zum Abschluss eine Geschichte, die ich, ein Fundstück möchte ich es fast nennen, und zwar Tonis Schokolonely Schokolade. Das ist etwas, das ich im Rewe in Kiel da am Bootshafen entdeckt habe. Ziemlich, also Schokoladentafeln, die so ein bisschen hipsterig sind, bisschen so ungefähr fingerdick sind die. Und halt nicht so in diese klassische Rippenstruktur geschnitten oder vorbereitet. Das heißt, wenn du was abbrichst, dann hast du halt immer so ein unkontrollierbar großes Stück da mit drin. Das finde ich ein bisschen doof. Geschmacklich sind die aber der Knaller. Also da gibt es also eine Sorte, die hatte ich jetzt anfangs mal ausprobiert, Salzkaramell.
fantastisch und hatte dann als zweites eine mitgenommen dunkle Schokolade mit Mandeln und Meersalz. Fantastisch. Also die sind wirklich cool, gibt es halt nicht überall, aber die haben einen Online-Shop. Punkt 1. Punkt 2 ist das Mission Statement von Tonys Schokolondi Schokolade. Die wollen halt auch für sklavenfreie Schokolade sorgen. Also offenbar ist es so, dass auf Schokoladenfarmen die Arbeiter entweder unter wie Sklaven gehalten werden oder dass sie unter Sklaverei-ähnlichen Bedingungen arbeiten müssen. So ganz genau wird das nicht klar in dem Begleittext. Und sie wollen halt erreichen, dass Leute oder dass das abgestellt wird. Und das erreichen sie damit, dass sie halt nur fair gehandelte Schokolade benutzen und dass sie einfach sehr gute Schokolade machen. Denn so ist die Rechnung, dass sie damit erreichen, liebe Freunde, wir drängen damit, dass wir ein gutes, qualitativ hochwertiges Produkt anbieten, alle anderen Anbieter aus dem Markt. Das wird natürlich nicht klappen, weil Menschen einfach dumm sind und einfach gerne ihre Jahr-Schokolade für 40 Cent kaufen wollen, anstatt etwas, das wirklich sehr, sehr gut schmeckt. Naja. Ich dachte, ich erzähle es euch mal. Wenn ihr Schokolonely-Schokolade irgendwo liegen seht, dann nehmt doch ein bisschen mit, denn die ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig lecker. Und mit dieser Erkenntnis lasse ich euch dann alleine am Sonntagabend, denn ich muss mich jetzt so ein bisschen sputen. Morgen ist wieder viel zu Frühdienst. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine fantastische Woche und wir hören uns dann, jetzt muss ich gucken, wann wir uns wieder hören das nächste Mal. Doch schon nächste Woche. Genau, und danach, die Woche fällt aus und danach, die Woche ist ja dann schon der 5. Mai. Knick, knack, zwinker, zwinker, ihr wisst Bescheid. Gut, dann wünsche ich euch was. Wie gesagt, fantastische Woche, habe ich eben schon gesagt, ne? Naja, gut, egal, doppelt hält ja besser. Tschüssi.